Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Rocco die 78765 aus. Ja, da fange ich doch gleich mal an. Das ist eine 210. Ja, genaue Bezeichnung. 210.007-1. Ja. So. Passt hier einmal. Da steht die Bezeichnung und die Artikelnummer. Ja. So. Schön. So, hier gibt es noch einmal hier die Scheibenwischer zum Montieren. Dann noch so für Standmodelle, so Bremsschläuche und an der Kupplung hier, die Kupplungshaken und alles. Das ist ja wahrscheinlich alles für Standmodelle gedacht. Ja. So, dann nehmen wir die mal raus. Wunderschönes Teil. Ja. Aus Plastik von Rocco jetzt. Ja, hier oben sieht man die Gasturbine. Ja. Ja, die Lok ist natürlich mit der Gasturbine aus der Reihe der Gasturbinen-Loks und soll unsere Gasturbinen-Loks auf unserer Anlage verstärken. Wir haben jetzt, glaube ich, nur zwei. Eine von Märklin, eine alte, und jetzt noch die. Ja. Und passend zu unserem Anlagenthema wurde die 210 hauptsächlich auf der Allgäubahn eingesetzt. Also, weil wir hier das Allgäu-Lindau hier nachstellen, passt es echt gut eigentlich. Ja, und wurde auf der Allgäu-Strecke häufig zwischen München und Lindau eingesetzt. Also, ja. Kupplung tauschen kann man hier auch wieder nur erschwert wegen diesen Plastikteilen da außen, die verhindern, dass man das zusammendrücken kann und dann leicht rausziehen kann. Und diese Lok ist um 1975 gefahren in Lindau und Allgäu Strecke. Ja. Sieht doch ganz schön aus. Ich weiß jetzt zwar nicht genau die Unterschiede zwischen der 218 und der 210. Weil ich glaube, ja, eine 218 hatte doch auch Gasturbine mal drauf. Also da würde mich das schon mal interessieren, was da genau die Merkmale von der 210 oder dementsprechend von der 218 sind. Ja, sonst ein wunderschönes Teil. Ja. So. Ich glaube, das war schon mit dem Video jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim Fahrvideo dieser Lok oder einem anderen Zuges dann wieder. Ciao.